Kulttätowierer Daniel unterwegs als Retter in der Not. In Berlin-Tempelhof möchte er einen Fan treffen, der ihn in einem Brief um Hilfe gebeten hat. Ich bin hier bei Natalie, die hat so ein kleines, altes, doofes Tattoo von früher. Da soll ich ein bisschen helfen und das machen wir auch und deswegen gehen wir die jetzt besuchen. Die 32-jährige Natalie macht gerade eine Ausbildung zur Bürokauffrau. Sie kann die regulären Kosten für ein Tattoo nicht aufbringen. Da zu helfen ist für Daniel Ehrensache. Du hast ja noch ein altes, doofes Tattoo, was weg muss. Zeig mal her, was hast du da? Ach Gott. Ja, das muss wirklich weg. Was Daniel nicht weiß, Natalie hat drei Schlangen zu Hause. Der 43-Jährige fürchtet sich bereits seit seiner Kindheit vor diesen Tieren. Und die Angst hat in den letzten Jahren eher zu als abgenommen. Das ist Heino, mein Albino-Tigerpython. Das ist. Da sind Dick und Doof, meine Königspythons. Gibt es da einige, die sind ein bisschen kuscheliger und die anderen sind ein bisschen... Sind sie. Ja. Also eine von den beiden ist auch ein bisschen zickiger als die andere. Zickig heißt nicht bissig, aber man muss also ja immer ein bisschen mit Vorsicht genießen. Nichts fürchtet Daniel mehr als Schlangenbisse, auch wenn Natalie versucht, ihn zu beruhigen. Die Königspythons haben einen relativ kleinen Kopf. Das bedeutet halt, sie haben auch nur eine relativ geringe Zahnreihe, die halt am unteren Kiefer, am oberen Kiefer ist. Und sie würden sich halt nur kurz festhalten und gleich wieder loslassen. Damit Daniel seine Angst überwinden kann, nimmt Natalie ihn mit zu einem der bekanntesten Reptilienhändler der Hauptstadt. Dort besorgt sich die 32-Jährige auch das Futter für ihre Tiere, getötete Ratten. Was kann Daniel gegen seine Angst tun? Er sucht Rat bei Ladeninhaber Harald Endig. Was kann ich tun, dass das aufhört? Dass ich echt nicht jedes Mal wie so ein Ding sehe, dass ich hier... Also die Angst ist eine Kopfsache. Okay. Du musst ein bisschen an dir arbeiten. Okay, also ich habe keine andere Möglichkeit. Volle Konfrontation, ich muss mir... Du musst daran. So ein Ding greifen. Gleich soll Daniel zum ersten Mal in seinem Leben eine Schlange berühren. Was zu naschen haben wir gekauft. Und jetzt geht's zu Natalie nach Hause. Die Stunde der Wahrheit für Daniel, der Erstkontakt mit Schlange Heino. Ganz nasse Hände jetzt hier, du. Boah. Auch wenn es ihn jede Menge Überwindung kostet, Heino darf auf Daniels kräftige Schultern, wenn auch nur für kurze Zeit. Das ist schon ein bisschen eng am Nacken, so. Das ist wie ein gut gespannter Rollkragenpulli im Winter. Es ist schon heavy. Ich glaube aber, du kannst sie jetzt wieder zurückhaben. Guck mal, wie die will, glaube ich, auch zu dir. Kaum ist Daniel das Tier wieder los, normalisiert sich auch sein Puls. Mir geht's gleich viel, viel besser. Ich bin so wieder los. Hände sind gar nicht mehr so feucht. Es ist nicht so schlimm. Ich glaube, dass es wie mit allen Sachen ist, die man noch nicht probiert hat. Man muss, glaube ich, alles einfach irgendwie ausprobieren, dann geht das. Von Schlangen hat Daniel Krause vorerst genug. Nun geht es Natalie an die Haut. So, und jetzt, die ganze Zeit sehe ich dieses Ding hier. Du hilfst mir bei meinen Phobien und ich mach dir das Ding da mal weg. Oh, super, das, danke. Ja, das machen wir jetzt mal, komm. Es wird ernst für Natalie. Endlich soll ihr ungeliebter Teufel vom Rücken verschwinden. Du hast ein bisschen Schiss jetzt, wa? Ja. Ja, aber ich tu dir gut. Ich bin ganz zarter und das muss weg, das Ding. Ja, ja? Definitiv. Also ran ans Werk, komm. Während Daniel das Tattoo-Motiv der Schlangenbeschwörerin vorbereitet, wird Natalie von der eigenen Angst übermannt. Wird sie etwa einen Rückzieher machen? Jetzt bin ich diejenige hier, die Angst hat. Vorhin war es Daniel, der ja, sich die Zähne zusammenbeißen durfte, um halt seine Angst zu überwinden. Und jetzt zitter ich hier erstmal ein bisschen noch. Daniel möchte das alte Teufel-Tattoo durch eine bunte Lotusblüte ersetzen. Damit ist Natalie endlich wieder up to date. Jetzt hast du einen wunderschönen, kunterbunten Lotus. Die 32-Jährige hat sich riesig auf ihr neues Tattoo gefreut und vom Ergebnis ist sie schlicht überwältigt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schön wird. Ist traumhaft. Zwar hat Daniel seine Schlangenangst nicht vollkommen überwunden, aber Natalie hat er richtig glücklich gemacht. Hallo, so sieht man sich wieder auf unserem Sat.1 Frühstücksfernsehen-Kanal. Hier unten können Sie ein paar nette Kommentare abgeben.
Und hier können Sie gleich das nächste Video klicken. Oder was richtig Wildes machen, den ganzen Sat.1 Frühstücksfernsehkanal einfach abonnieren. Yeah, viel Spaß, wir sehen uns.